Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Donghua 1. Ja, auf uns wartet jetzt eine Swarming Alien Abduction in Australien. Und unser Trupp steht soweit auch bereit. Angeführt werden wir von Captain Alex Miller. Rudi ist unser Sniper. Sender Nightmare unser Rocketeer. Silas Fischer unser Gunner. Leah Black unser Scout. Sie hat hier die Hemgrenades dabei, da wir keinen Medic zur Verfügung haben. Dann haben wir Falkos mit am Start. Er hat Battlescanner, weswegen Leah Black auf Battlescanner verzichten kann. Dann haben wir noch Van Doren als zweiten Gunner. Und Hafo als Jäger. Und ich würde mal sagen, los geht's. Prepare for deployment, Strike One. Na dann, Beginn Assault. Australia has sent a number of requests for assistance. So that's our next drop site. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Oh, swarming auf der Map kann interessant werden. Central, Big Sky in position on approach of the abduction site. Strike One is awaiting drop clearance. Copy that, Big Sky. Strike One is cleared to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Das ist ebenfalls interessant. Falkos, geh mal bitte hier rüber. Und schmeiß mir mal deinen Battlescanner darüber. Jetons un coup d'œil. Was haben wir denn da? Seeker. Eine Cyberdisk habe ich gesehen. Und zwei Dröhnchen. Alles klar. Nun gut. Dann bringen wir uns mal in Position. So. Sender geht hier hin. Und dann fehlen mir ein paar Plätze. Höchstwahrscheinlich würde ich hier triggern, oder? Entfernung mal abmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17. Nur hier sind wir eigentlich relativ safe. Affirmative. Moving. Und da oben ist der nächste Bot. Alles klar. Und Hafo stellt sich mal hier hin. Na dann, würde ich mal sagen, alle, die Steady machen müssen, machen Steady. Und der Rest geht mit dem Feldposten. Oh, Mutons. Was ist sonst noch da? Ach, die wollen sich gar nicht bewegen. Ist ja ein Traum. Problem ist, ich sehe von da aus die Cyberdisk nicht. Vielleicht haben wir ja Glück mit unseren Overwatches. Wenn die Karre da hochgeht, ne? Dann haben wir eine gute Chance, das Cyberdisk extra Damage reinzudrücken. Machen wir mal. Oh, it's go time. Jo, go time. Die Cyberdisk sieht jetzt niemand mehr. Was ein Problem darstellen könnte. Genau, geh mal dahin. Du bleibst steady. Hoffen wir einfach mal, dass die Overwatch-Falle so weit hinhaut.
und wir genug Damage machen. Prozentchancen sehr niedrig. Und keiner trifft. Das kann wehtun. Ah, danke schön. Hafu sieht. Van Dorn sieht. Gib mir erstmal Holo. Ja. Hafu, 95%. Ich glaube, jetzt kann Rudi ihm den Rest geben. So hoffe ich zumindest. Bitte, bitte, bitte. Jawohl, gut gemacht. Da mal ein bisschen Glück gehabt. Das hätte böse enden können. So. Dann gucken wir mal. Nichts in Reichweite. Ist doch schön. So weit, so gut. Eventuell sollten wir hier lang gehen. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Es ist ja immerhin Swarming und die Map ist sehr klein. Und hier unten will auch keiner stehen. Oh, Sinman. Soweit, so gut. Muss mal langsam alles nachladen. Weißt du was, wir riskieren mal einen Blick. Und werfen einen Battlescanner dahin. Wir wissen, dass wir da ungestört hoch können. Zwei Berserker und zwei Mutants. Alles klar. Hafu, geh mal dahin. Lad mal nach. Du machst mir bitte deine Raketen hier, Steady. Na komm, lad erstmal nach. So, jetzt müsst ihr da auch mal mit rüber. Schön vorsichtig. Da sind dann auch mal die Sinman. Falkos, dann schmeißt du mir deinen nächsten Battlescanner bitte mal. Shot ist blockt. Dahin. Meldkanister. War da sonst noch etwas? Ach, komm mal. Oh, unser erster Elite-Muton. Mit drei weiteren Mutons. Das wäre schön, wenn es uns gelingen würde, den einzufangen. Rudi mal hier rauf. So, müssen wir jetzt vorsichtig sein. Alex dahin.
Wir warten hier mal ein bisschen ab. Und werden die Feindbewegung etwas beobachten. Ja, Xander, du musst leider hier durch. Ganz genau, ihr rennt mal hier hin. Ihr steht da. Das ist doch gut. Naja, zumindest sehen wir noch eure Umrisse. Aber irgendwie traue ich mich da jetzt gerade nicht so hoch. Da kommt Xander hier hin. Können wir die Sinman triggern? Nein, da fehlt mal wieder Bombard. Rudi, steady. Mhm. Lea Black macht hier mal Platz für Alex. Wow. Gefällt mir gar nicht, wo die da lang rennen. Die Sinmen sind auch verwirrt. Die beiden Berserker könnten eventuell ein Problem werden, da ich nur eine Cam habe. Uiuiui, wenn die jetzt hier lang kommen, dann haben wir ein kleines Problem. Weißt du was, wir werden hier einfach es aussitzen. Mhm. Rudi eventuell da hinten hin, um einen besseren Blick darüber zu bekommen. Oha. Können das Pack von hier aus nicht schreddern. Nun gut, dann warten wir mal. So, kommen die jetzt hier durch oder rennen die hier außen rum? Die kommen. Schauen wir mal, ob wir den Elite Muton angefangen kriegen. Auf jeden Fall hat er schon mal gut kassiert. Das ist wichtig. Nun, das bedeutet aber auch, dass ich dich darüber bekommen muss. Du hast ja die Cam. Dazu müsstest du noch ein paar Meter näher ran. Gut. Mit etwas Pech sprengen wir den jetzt komplett weg und bekommen nicht einmal die Leiche. Aber das ist dann halt Berufsrisiko. Na dann, Rakete raus. Ja, ja, schrei ruhig ein bisschen lauter, mein Kleiner. Na, du musst dann hier näher ran. Moment, den könnte man jetzt disablen. 61% nur, das stimmt mit dir nicht. Tag Sense. Das stimmt mit dir nicht. Dann feuerfrei. Ach nö.
So, Hafo. Feuer. Feuer. Wie kriege ich den jetzt, dass er sich dazu, dass er sich nicht bewegt? Irgendjemand müsste ihm noch ein paar Hitpoints runterprügeln, aber wer, ohne ihn zu killen? 6 Damage. Ja, der ist vergiftet. Das könnte daher kritten. Im Flammenwerfer komme ich da auch nicht ran. 8 Damage, du killst den auf jeden Fall. Na komm, Vandoren. Oh, schade. Wirklich sehr schade. Und ihr dürft das auch nicht lange machen, oder? Oh oh. Ja, schon ein bisschen lauter. Jetzt kommen auch noch die Sillmen mit dazu. Alex, töte. Gut. Und die bewegen sich jetzt auch. Können wir den Muton hier einfangen? Fragen über Fragen. Ja, ich krieg da Hafo nicht so leicht hoch. Was ein Problem ist. Rudi, was siehst du alles? Mach mal. Naja, beinahe passabel. Einen Schuss hätte ich nur. Na komm, sprengen wir denen mal die Deckung weg. Dann kann Hafu eventuell nochmal einen Kill holen. 100. Läuft. Aha, one for all. Nachladen. Moment, das machen wir mal ganz klassisch. Lea hier hin. Kill mir bitte den da. So, den Muton werden wir suppressen. Dementsprechend bekommt Hafu hier einen Command. Killt mir das da. Gut. So, achso, du hast ja bereits. Silas hier hin. Suppressen wir mal den Dicken. Moving to position. On overwatch. Na komm, Feldposten. Oh, wo rennt ihr hin? Ja, vielleicht können wir jemanden von dem Potter gefangen nehmen. Was haben wir denn sonst noch so in der Nähe? Ein Sinman ist da bestimmt noch, oder ein Muton? Ich kann da nicht hochrennen. Das ist schlecht. Sieht so aus, als müsste man wegpusten. Ich glaube, sicherer ist es. Hm.
Na komm, Hafu, probier's. Nein. Van Dorn hat kein Ziel. Nios auch nicht. Na komm, Double Tap. Ein Tap reicht zum Glück. Combat Rush. Durchaus nützlich. Ja, die rennen da weiter weg. Ist gut. Hm. 70% für Van Dorn. Guter Treffer. Rudi, ich glaube, du brauchst ein paar Kills, falls du was siehst. Jawohl. So. Dann gehen wir mal nach oben. Bitte hier entlang. Den letzten Kampf möchte ich nicht mit Höhennachteil kämpfen. Das wäre ein bisschen unangenehm. Hafu, du rennst dahin und lädst mal kurz nach. Nun gut. Hier haben wir immerhin Sichtschutz. Ist ja auch schon mal was wert. Na komm, hoch da. Van Dorn erstmal dahin. Nachladen. Scheiße, wir den Elite-Mutor nicht fangen konnten. Na komm, Alex, renn da mal hoch. Ja, du musst leider auch mit hoch. Steady Weapon. So, die sind nicht getriggert. Mit wie viele Felder sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, da müsstest du sicher sein. Ja. Shredder-Rakete. Kann ich nicht dahin schießen, wo ich sie gerne hätte. Das ist ein Problem. Wegen dem Teil hier. Lass uns mal ein bisschen im Freien stehen. So. Du gehst dahin. Sehr schön. So. Feldposten. Kein einziger Overwatch getriggert? Doch, jetzt. Kein einziger Overwatch hat getroffen. So sollte es heißen. Alex? Gut. Hm.
Na dann. Ja, die müssen wir eliminieren. Dafür müssen wir die beiden hier schreddern. Launching. Now this is gonna hurt. Gut. Ah, da fehlt ein Meter. Ah, da muss ich ein bisschen Platz schaffen. Nun denn, 84% auf den Großen. Gut. Mhm. Da stehst du wirklich hervorragend. Ah. Na komm, du kannst immerhin zweimal. Nein. Ja, 100%. Weg damit. Gut. So. Ja, Vandoren sieht nur den Dicken da hinten. Hm. 74% sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Wie machen wir das jetzt? Ja, 49% sind auch nicht gerade die Welt. Hm. Ja, ich weiß. Könnten den mal zur Flankierung zwingen. So, Vandoren. Ich hoffe mal, dass du den von hier aus siehst. Gut. Dann kann Hafu dem hier den Rest geben. 100%. Sehr schön. So, dann rennt Falkos darüber. Hm. Entsorgt mir mal seine Deckung, damit Rudi ihm den Rest geben kann. Vielleicht könnte ich ihn ja disablen. 79%. Komm, Rudi. Nicht daneben schießen. Gut. Hm. Für einen Flammenwerfer bin ich leider auch zu weit weg. 88. Wobei, Flammenwerfer. Ich habe ja noch Command. Ganz genau. Zur Not kann ich ihn halt immer noch wegpusten. Gucken wir mal. Gut, der ist in Panik. Nein, nein, ist nicht nötig. Alex geht mal hier hoch und sichert da ab. Ich glaube, die haben ja noch einen. Oder? Hm. Vielleicht können wir den nochmal ankokeln. Killen dürfte es ihn auf keinen Fall. Ist jetzt da 4 Hitpoints runter. Nein, ich habe mich verklickt. Egal. Nun denn. Hitpoints drücken. Naja, du kannst ihn suppressen.
enemy is back. Mhm. Ja, die Schredder würde ihn killen. Gehst du mal darüber, packst deine Pistole aus. Naja, probieren kann man es ja. Gut. Dann würde ich mal behaupten, Versuch 1. Jawohl. Ist da jetzt noch einer? Nein. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Aber schade, dass wir den Elite-Mytho nicht fangen konnten. Den hätte ich so gerne gehabt. Schade. Dankeschön. Wie viel? Also ein weiteres Alien Rifle. Eins. Ja. Ein Meld ist eine ganze Menge, da gebe ich dir recht, schön. Na komm, weiter. 115 Credits verdient. Remember, we will be watching. In 2 Tagen haben wir die Mobile Power Armor. In einem Tag ist der Ratsbericht, also go dafür. Incoming transmission. We are extremely impressed ja, with danke. The progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results were beyond our expectations. And that is not a statement this council makes lightly. Na ja, danke. Na ja, ein bisschen Kleingeld dazu bekommen. We will be in touch, Commander. Laserkanone ist bald fertig. Da müssen wir bald auch noch Exol scannen. Laserkanone ist fertig, sehr schön. Die montieren wir dann mal hier anstelle der Avalors. Sehr gut, wie lange dauern die Forschungen noch? 1 Tag. Ich glaube, die nehmen wir noch mit. Sehr gut. Benji, Aegis und Impact Vest. So, da könnte man jetzt mal für die Alien Operations gehen. Oh, Improved Combat Exoskeletts. Brauchen wir. Alien Power Systems würden uns zu Plasmawaffen führen. Vielleicht eine Autopsie einschieben. Nee, komm, wir brauchen jetzt endlich mal besseren Max. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. So, neue Rüstung. Die Aegis ist 114, das Stück. Auch nicht ganz billig. Weißt du was, wir scannen doch direkt auch mal nach Exalt, bevor mir hier die Kohle ausgeht. Wir haben ja nur noch 3 Länder, das heißt 2 Missionen noch. Intel scan complete. Exalt cell location confirmed. So, Laura. Du kannst wieder mal eine Laserpistole mitnehmen und einen Motion Tracker und dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Covert operative deployed to disrupt Exalt cell in China. Das ist doch nett. So. Dann können wir jetzt nochmal eine Rüstung in Auftrag geben. Brauchen wir ja mal ganz dringend. Da können wir auch ein bisschen mehr einstecken. Ganze 7 HP. Und plus 2 Mobilität bekommen wir dadurch auch noch. So, dann scannen wir mal noch eine Runde. Psi-Training abgeschlossen. Und Fischi Fisch schon wieder versagt. Fischi, das kriegst du doch bestimmt besser hin. Immerhin hast du eine 62%ige Chance. Mein Frey. In 3 Tagen ist dann Sylvie durch. Man,
Satelliten haben wir jetzt auch. Gut. So, wie schaut es denn hier in den Baracken aus? Jetzt langsam kommen immer mehr Leute wieder zurück. Das ist doch auch nicht schlecht. An einem Tag kommt wieder Elena da und Mama Bär zurück. Hey, Therese ist in 6 Tagen wieder da. Seitdem sie ein Mac ist, hatte sie bisher einen Einsatz. Naja. 16 Illyrium für 2 Ingenieure, kommen, machen wir. Oh, Infamauser. Moment, Infamauser. Vielleicht schafft's Cat Weasel ja. Mindfray. Das dauert jetzt 7 Tage. Schaut's im Hangar aus. Noch 6 Tage zum Umrüsten. Oh, ein Abduktor im Landeanflug. Moderate, in Deutschland. Korridor. Alles klar. Moment, das war Moderate, oder? Ja, da kann ich Trainees mitnehmen. So, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.